Und willkommen bei einem neuen Video von mir. Und zwar, wie man sieht, habe ich Post bekommen. Da ist ein Pocket Letter drin von der lieben Lubov. Ihr Kanal werde ich euch unten in der Infobox natürlich verlinken. Sie nennt sich auf YouTube Chi. Und ja, das ist ein Pocket Letter. Meinen hat sie schon bekommen. Das Video werde ich euch auch mal unten in der Infobox verlinken, falls ihr sehen wollt, welchen sie von mir bekommen hat. Und ja, das ist jetzt praktisch ihrer. Und wie man sieht, habe ich heute schlechtes Licht. hat sie da was ganz Niedliches gemalt auf dem Umschlag. Ist total süß. Und ja, lecker zum Essen. Küchlein und Muffins und so, ne? Da würde ich sagen, reißen wir das mal auf. Mal ganz grob hier, ne? So, hoppala, da verschiebe ich euch. Und das ist die Rückseite. Ui, ah. So, da ist der Pocket Letter. Da ist schon was rausgefallen. Der Umschlag ist leer. Ja, ich nehme mal kurz das hier. Clear Stamps. Ich glaube, die habe ich schon. Das sind Stempel vom Action. Aber macht ja nichts. So, jetzt schiebe ich mal alles bei zusammen hier. So, wir schauen uns erstmal den Pocket Letter an. Und zwar, wie man schon sieht, ist es gorgeous. Den habe ich mir ausgesucht gehabt, weil sie hatte einen Tauschaufruf gemacht. Und ja, den fand ich recht niedlich. Und deswegen, ja, hier habe ich mir den ausgewählt. Und da sehen wir, hier hat sie ganz viel Bling Bling auch benutzt. Und hier auch die von Doreen Beats, die Bling Bling Steinchen. Und hier Filz und das Papier passt auch super, super schön zusammen. Und es sieht wirklich richtig, richtig schön aus. Und da haben wir noch ein Blümchen, das vorne drauf ist. Und hier auch Enjoy the Little Things. Ja, das kann man nur noch selten, ne? Die kleinen Sachen im Leben hoch genießen. Ja, ich sitze hier gerade ein bisschen komisch auf dem Boden, Verzeihung. Deswegen sieht das ein bisschen komisch aus hier. Und dann haben wir hier an der Seite das gelbe Band. Hat sie mit so einem Anhängerchen gemacht hier. Und Pocket Letter Nummer 48 von Chi, da steht es auch, wenn ihr was sehen könntet. So, ja, dann würde ich sagen, gucken wir mal rein, was es so Schönes gibt. Da haben wir als allererstes mal Schmucksteinchen. So silberne, ja, die gehen ja auch immer, die kann man auch gebrauchen. Dankeschön. Und dann haben wir hier, ja, weiß ich auch nicht, was zum Essen oder keine Ahnung, auf jeden Fall schöne Farben. Und, ui, dann haben wir hier, was ist das? Mal auspacken. Ah, Sticky Notes sind es. Okay. Ist ja cool, sowas habe ich noch gar nicht. Dankeschön. Und dann muss ich mal kurz, weil, schaut mal, das ist ein bisschen eng. Es sind auf jeden Fall auch Sticky Notes, wenn ich das richtig sehe, von Sentimental Circus. Die ich jetzt nicht raus abkriege, weil das klebt da vermutlich dran. Ja, so könnte man das natürlich auch machen. So, das sind auf jeden Fall Sticky Notes von Sentimental Circus. Sentimental Circus finde ich total niedlich. Da freue ich mich. Dankeschön. Das ist cool. Dann haben wir einen Radiergummi. Der schaut so aus. Ja, heute ist das Licht toll. Be loud, be fun, be awesome. Na, auf jeden Fall ein Radiergummi. So, dann haben wir hier ein Washi-Tape. Ui, das sieht auch schön aus. Das ist so hell lila mit lilanen Blümchen. Das sieht man jetzt leider nicht so gut, oder? Ah, jetzt. Ja, das ist auch schön. Dankeschön. So, da ist der Stempel rausgefallen. Ah, dann haben wir hier kleine Sticker Flakes.
Dann haben wir alle. Ja. Dann haben wir einmal diese hier. Die sind ja süß. Der ist ja niedlich hier. Das sind so kleine Dinos. Ah, die kenne ich irgendwoher. Die habe ich auch. Die kleinen Kätzchen. Und dann diese hier. Die habe ich letztes Mal von ihr auch schon bekommen. Denn das ist der zweite Pocket Letter Tausch. Und die waren beim ersten Mal auch schon mit dabei. So, und dann kommen wir zum letzten Fach. Da ist jetzt ein bisschen Bling-Bling drin. Ne? Ja, das sind so ein paar Herzchen. Und alles vom Action hier. So kleine Halbperlchen. Und ein bisschen Strass. Jawohl, das war's auch schon. Ziemlich schnell ausgepackt. Also ziemlich kurz das Video. Das ist ja recht ungewöhnlich. Aber auf jeden Fall gefällt mir der Pocket Letter wahnsinnig gut. Der ist wirklich wunderschön. Der gefällt mir richtig, richtig gut. Und ich werde euch mal hochnehmen, weil damit man das auch mal so sieht im Überblick. Ne? So, dann spiegelt das auch nicht so. Ja, ein bisschen verkorkst das Video heute hier. Aber naja, macht ja nichts. Ne? Ja, dann Dankeschön für den Pocket Letter Tausch. Und ich hoffe, euch anderen hat das Video gefallen. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns bei einem unserer nächsten Videos wiedersehen. Danke. Tschüssi.